Braucht's das? Ja, braucht's das? Der von mir geschätzte Schauspieler und Kabarettist Gerhard Polt, diesen Ausspruch hat er oft verwendet. Und den verwende ich heute und sage, braucht's das? Von frühmorgens bis abends. Corona, Corona, Corona. RKI, Lothar Wieler, Drosten von der Charité. Nur Corona, Corona, Corona. Als wäre die Situation nicht schlimm genug, hast du von den Medien nichts mehr anderes. Sonderberichterstattung, 100.723 Infizierte in Deutschland. Und was wird jetzt gesagt? Die Zahl, die können wir in die Tonne treten. Die Zahl ist nichts wert. Das heißt also, Professor Wielich von der Charité und seit gestern auch RKI, also Robert-Koch-Institut, Lothar Wieler, sagt, na, die Zahlen sind eigentlich so nicht so betrachtenswert. Und wenn die Zahlen nicht so betrachtenswert sind in der Relation, dann darf man sich schon mal fragen, sind denn diese Maßnahmen gerechtfertigt, wie sie jetzt im Augenblick laufen, eine ganze Volkswirtschaft in Grund und Boden zu fahren? Ist es gerechtfertigt, Menschen psychisch fertig zu machen, die ihre Eltern nicht mehr besuchen dürfen? Ich habe selber in der, im Familienbereich einen Fall, da liegt der Vater auf der Intensivstation. Und da ist es so, dass die Töchter ihren Vater nicht besuchen dürfen. Corona. Es wird das Geschäft mit der Hysterie betrieben. Das heißt also, Lothar Wieler, italienische Verhältnisse. Na, die italienischen Verhältnisse haben wir nicht, weil zugegebenermaßen unser Gesundheitssystem sich schon in einem besseren Maße darstellt als das in Italien. Markus Söder, Schutzmasken. Ja, aber wir haben überhaupt keine Schutzmasken. Das liebe Volk, die Schlafherde läuft hinterher. 2012 gab es eine wissenschaftliche Abhandlung über Modi SARS, wo exakt die Situation, wie sie jetzt eingetreten ist, beschrieben wurde. Das, was nur nicht gemacht wurde von unseren werten Volksvertretern, sie haben sich nicht danach gerichtet. Das heißt, die Zahl der Intensivbetten, die Zahl der Beatmungsgeräte und die Zahl dessen, was wir an Schutzanzügen, Ausrüstung, Masken und so weiter gebraucht hätten, ist natürlich nicht entsprechend angeschafft worden. Es ist schon erstaunlich. Die gesamte Schafherde läuft hinterher. Dort werden Maßnahmen getroffen. Diesen Maßnahmen wird, die dürfen noch nicht mal kritisch hinterfragt werden. Das heißt also, WhatsApp und andere sagen, wir fahren alles, was dort sich Corona-mäßig an Verlautbarung hören und lesen lässt, fahren wir herunter. Das Volk macht mit. Wir wollen eine Tracking-App, die bleibt anonym. Das machen wir. Also im Grunde genommen werden sämtliche Bürgerrechte entzogen, Freiheitsrechte. Da wird gesagt, da machen wir mit. Ich bin mal gespannt, wie es vom 23. April bis 23. Mai ist zum Ramadan, wie das dort läuft, was da an Lockerungsmaßnahmen ist. Oder befürchtet man dann Unruhen von unseren muslimischen Mitbürgern, dass die sagen, in dieser Zeit lassen wir uns nicht quotieren, wir wollen abends zu Zusammenkünften uns treffen. Es ist schon erstaunlich, was ihr alles mit euch machen lasst. Ich vergleiche das wirklich immer mit dem Mittelalter. Da waren diejenigen, die Könige, die Kaiser, die Kurfürsten und die Bauern sind gelaufen, haben abgegeben und haben gemacht. Ist doch nichts anderes. Ob das Eurobonds sind, ob das Zusatzabgaben jetzt sind. Ihr lauft hinterher wie eine Schafherde. Das, was in der Tagesschau, was in den Tagesthemen, was im Heute-Journal kommt, das ist Gesetz, so ist das in Ordnung. Die Kanzlerin war noch nie so beliebt wie jetzt. Und ihr lauft hinterher, ihr glaubt diesen Dingen. Überlegt doch nur mal, die Zahl der Infizierten ist wesentlich höher, als das wir jetzt hier erfahren. Der Professor Wielich von der Charité hat es heute frühmorgen im Morgenmagazin doch in einem Interview gesagt, die Zahl ist bestimmt 10-mal so hoch. Also wir haben über 1 Million Infizierte gehabt und wie viel geheilt sind. Und da sind natürlich die Relationen derjenigen, jedes Menschenleben, das geopfert wird oder jeder Mensch, der stirbt, ist eine Katastrophe. Aber diese Zahl in der Relation ist eine ganz andere. Und Professor Blüch in Hamburg, der Pathologe, sagt, kein einziger ist bisher nachgewiesen, dass der wirklich an dem Covid-19 gestorben ist. Und das nehmen wir alles zum Anlass, ohne wissenschaftliche Erhebung, dass wir sagen, wir machen eine ganze Volkswirtschaft platt. Söder stellt sich hin und sagt, ja, wenn ihr denkt, Volksfeste dieses Jahr oder Zusammenkünfte wird es nicht geben oder Restaurants öffnen. Es ist ein Wahnsinn. Wir isolieren alte Menschen, die folgen davon. Das heißt also, durch Pleiten, durch Arbeitsplatzverlust, durch psychische Krankheiten, ich wette, die sind wesentlich höher
als die Folgen, die wir jetzt von Covid-19 haben. Es ist ein Wahnsinn. Und wenn ich da manchmal hier Kommentare lese bei uns, da kannst du wirklich mit dem Kopf schütteln. Ihr lauft wie eine Schlafherde hinterher. Das ist so, das machen wir so. Und wir glauben dem, was gesagt wird. Kritisch hinterfragen. Man hört auf. Da kannst wirklich, da muss ich wirklich sagen, braucht's das? Und deshalb sage ich, wacht auf. Und ganz ehrlich, wenn ihr diese Situation über euch ertragen lasst, dann ist es so, glaubt mir, von den entzogenen Grundrechten wird manches entzogen bleiben. Davon könnt ihr ausgehen. Aber ihr lauft ja wie eine Schlafherde hinterher. Ihr könnt euch entscheiden, geht den Weg des Widerstands, nicht des Widerstands, dass wir hier alles nun kaputt klopfen, aber dass ihr eure Meinung sagt, dass ihr endlich aufsteht, dass ihr sagt, so, wir müssen etwas tun, wir nehmen es nicht mehr, wortlos hin. Es ist erstaunlich, ihr lasst euch quotieren. Ehrlich, überlegt sie mal, aber die jetzige Situation ist das, was die Medien mit die Politik und was die Politik mit uns macht, ist nicht mehr erträglich. Und wenn ihr wollt, dann lasst die Gemeinschaft www.hallo-meinung.de wachsen. Und es ist die einzige Möglichkeit, gegen dieses Establishment etwas zu tun. Glaubt mal, es ist wirklich die einzige Möglichkeit. Euer Peter Weber.